Hallo. Herzlich willkommen zurück zu Fallout 4, meine lieben Freunde. Und ja, weiter geht's an dieser Stelle. Wir haben ja jetzt diesen... Wir haben ja jetzt unseren Roboter losgeschickt. Ach, der steht da drüben. Ich dachte, was bewegt sich denn da? Und ja, da soll man sich weiter bewegen. Normalerweise müsste man dem jetzt hinterher. Aber ich würde schon gerne erstmal noch ein bisschen hier durchsuchen. Weil hier gibt es auf jeden Fall viel, viel, viel Loot. Und wenn wir jetzt schon mal hier zu Hause bei uns sind, dann könnten wir uns ja auch mal umschauen, was hier so zu Bruch gegangen ist, würde ich sagen. Weil das ist so der einzige Innenraum, den wir kennen und den wir ja überhaupt ja kennengelernt haben von dem Spiel. Und mal schauen, ich würde das jetzt schon mal, wie er ausschaut. Okay. Ja klar, das ist uns bekannt. Das war unser Sofa. Eine Lampe. Ach, Pip-Boy. Ich hab ja von dem... Wähle einen Kartenreiter. Eine Markierung auf der Karte aus und drücke X, um dorthin... Beliebige Karte, eine Markierung... Ja, ja. Ja, was ist denn das hier eigentlich? Ach, das ist das Vault. Deswegen war das die ganze Zeit weg und wieder da und wieder da. Sanctuary. Und Cross-Gedöns. Okay, warte mal, wir haben... Ja, wir haben im Inventar... Palunder und Hose. Keine Ahnung, wie wir jetzt aussehen. Müssen wir da mal gucken. Achso, jetzt kommen wir... Und zwar haben wir doch diese... Hey Schatz, ach das Ding, genau. Ups. Nein, kleine Finger weg. So ist's richtig. Und jetzt sag's. Da hinein. Na los. Genau. Hallo Schatz. Hör zu. Ich glaube, Sean und ich müssen dir nicht sagen, was für ein toller Vater du bist. Aber wir machen es trotzdem. Du bist nett und liebevoll. Und lustig, ja. Ganz genau. Und geduldig. So geduldig. Echte Engelsgeduld, wie meine Mutter immer gesagt hat. Jetzt mit Sean, wo wir alle zu Hause sind. Das war wirklich ein wundervolles Jahr. Aber ich weiß, dass unsere besten Zeiten noch vor uns liegen. Es wird sicher Veränderungen geben. Dinge, an die wir uns gewöhnen müssen. Du wirst wieder ein ganz normaler Zivilist. Und ich staube mal mein Jura-Diplom ab. Aber bei allem, was wir tun, ganz egal wie schwer es auch wird, wissen wir immer, dass wir es gemeinsam als Familie tun werden. Und jetzt sag auf Wiedersehen, Sean. Tschüss. Sag tschüss. Bis dann, Schatz. Wir lieben dich. Okay. Der Ordner, was ist da? Das ist sozusagen das letzte Zeichen meiner Frau. Was haben wir denn jetzt überhaupt gemacht? Spezial. Ich habe nämlich jetzt gemerkt, ich habe mir jetzt den ersten Part, habe ich jetzt vorgestern gerendert und habe ich gemerkt, dass ich hier gar nicht überall vier gemacht habe am Anfang, aber ist egal. Ja. Genau, wir gucken mal weiter. Fernseher aktivieren, so Quatsch. Wodka. Was wir noch unbedingt brauchen, sind wie hieß es denn? Haarklammern. Um den Safe aufzumachen und um den einen Koffer aufzumachen. Ich hoffe, wir kriegen den hier noch irgendwo. Globus. Ich denke mal, irgendwann ist man dann überlastet und dann fangen wir dann langsam an, mal auszuräumen. Ich glaube, das wird so das Beste sein.
Drinnen ist nichts. Okay, hier war unser Bad. Das hab ich das gerade schon durchsucht? Ja, ne? Ja. Hier ist Kinderzimmer. Oh Mann. Wie traurig. Irgendwie krass. Nehmen wir es natürlich erst mit. Ich komme, Kumpel. Oh Mann, das ist so dramatic. Drama, Baby, Drama. Das Brettspiel, hier ist noch ein Würfel. Müssen wir die Würfel zusammen suchen? Nö, ne? Gibt es da dann irgendwas Cooles? Ich denke mal, da gibt es da auch. Guck mal. Wähle das Attribut, das verbessert werden soll. Ah! Ich würde sagen. Intelligenz. Okay. Die Intelligenz, Babyrassel. Irgendwie höre ich jetzt hier auch ein Baby die ganze Zeit. Übelst krass. Okay, da ist nix. Hier ist bloß die Wand raus. Also es hat hier ganz schön unser Haus zerlegt. Terpentin. Damit können wir dann auch, ne? Okay, ich glaube, unser Haus haben wir jetzt durchsucht. Echt krass. Ja. Kritische Treffer bei Waffen- und Nahkampfangriffen verursachen. Was? Kronach der Barbar? Du hast eine Ausgabe von Kronach der Barbar gefunden. Kritische Treffer bei waffenlosen und Nahkampfangriffen verursacht Sachen dauerhaft 5% mehr Schaden. Nun nehmen wir das mal, ne? Das habe ich ja doch nicht alles genommen. Haben wir denn jetzt eigentlich... gibt es hier auch Essen und Trinken und sowas? Müssen wir auf sowas auch achten eigentlich? Du bist speziell Gronkh der Barbar. Krocknack. Der Barbarian Jungle of Bad Babies. Okay. Du bist special. Hm. Naja. Das war unser Haus gewesen. Dreirad. Hier ist auch nichts drin. Wir brauchen immer noch. Diese blöden. Schreibmaschine nehmen. Sicherung, diese blöden Haarklammern. Halt hier ein Tape. Klebeband, das können wir nehmen. Was ist das denn alles? Hier Waffenbank. 10 mm Pistole. Kann man denn da, hä? Okay, ach, wir können jetzt hier modifizieren, okay. Standardverschluss. Modplätze. Leichter Verschluss. Ah, da sieht man unten, was man braucht. Kleber, Schraube, mhm. Alles klar. Leichter Verschluss. Geringeres Gewicht, verringerter Schaden. Kurzer Lauf. Verbesserte Präzision aus der Hüfte, unterlegene Reichweite durch das Visier. Und hier? Verlängerter Lauf. Anfertigen. Hm, und? Haben wir das jetzt? Ah, okay, und das ist dann auch hell. Das leuchtet dann auch hell. Aha.
Okay, verlängerter Lauf. Mit, aha. Stand, aha, alles klar. Standardgriff. Okay, mehr können wir nicht machen. Standardmagazin. Standardvisier. Mündungsbremse haben wir nicht. Brauchen wir nicht. Also, was heißt, brauchen wir nicht? Können wir dann später mal gucken. So. Ach, guck, jetzt haben wir noch zwei solche Pistolen. Aha. Stahl. Wir brauchen nochmal Stahl. Gucken wir mal, was wir hier noch. Kann man denn hier noch irgendwas machen dann? Wenn ich jetzt den. Nee, sieht nicht so aus. Das hat mit dem Stahl leider nichts zu tun. Okay. Station verlassen. Okay, jetzt haben wir nur den anderen Lauf an der Waffe. Das ist schön. Haben wir das auch mal probiert? Das ist ja mal cool. Eine Schaufel. Was mich jetzt mal interessiert, kann man denn den kann man denn. Aber wie sehen wir jetzt überhaupt aus? Ah, okay. Kann man denn überhaupt. Boah, leck mich doch die Säck. Was wollte ich denn sagen? Diese Schaufel zum Beispiel. Ach, die kann man ja auch verwerten. Und dann bekommt man auch Sachen. Komponentenansicht, sortieren Skilltabelle. Aha. Löscher, aber den kann man ja nicht ablegen, sondern. Mods. Munition. Aber die Waffe hat jetzt schon diesen Lauf, oder? Nö. Ach doch, das hatte ich schon. Weil die nicht so aussieht. Da gucken wir mal. Doch, die hat schon den verlängerten Lauf. Was haben wir denn hier? Werkstatt. Mit der Werkstatt kannst du Objekte und Gebäude in der Nähe bauen, passen, anpassen und entfernen. Du wechselst mit zwischen den Optionen. Mit oben wählst du das Objekt oder Gebäude, das du bauen willst. Wenn das gewählte Objekt grün erscheint, drücke X, um es zu bauen. Ist es dagegen rot, verändere die Position des Objekts oder deine eigene, bis es grün wird. Werkstattobjekte werden aus Komponenten hergestellt. Wenn du Objekt baust, werden die benötigten Komponenten automatisch aus Schrottgegenständen wiederverwertet, die sich in dem Inventar. Aha. Also könnte ich jetzt sagen, ich baue mir jetzt mal ein Haus. Ach, das sind die Strukturen für dieses Haus. Mhm. Möbel. Herstellung. Kochstation. Okay. Alles klar. Gut, das ist gut zu wissen. Krasser Kack. Kann man das Radio aktivieren? Und nun eine Nachricht oder mehrere von unseren Sponsoren. Diamond City Surplus. Jetzt rund. Okay, lassen wir mal quatschen. Hier haben wir noch was. Hier haben wir noch was. Das kann man nicht aufheben. So, jetzt sind wir hier in den sein Bad. Nix, 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 nix. Saubere Kleidung. Kommode. Schrank, 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 Schrank. Also man kann sozusagen dieses Kaff hier ausbauen.
Saubere Kleidung sind sogar noch besser. Ah, ne, jetzt sehen wir noch ordentlich aus. Haben wir jetzt hier alles durchsucht? Vorne war ich schon. Jo, scheint so. Okay. Okay, der Robby ist da hinten. Das war unser Haus. Also muss ich ganz kurz gucken, wo wir schon überall waren oder wo wir noch nicht waren. Ich glaube, den Roboter-Dings gehen wir zum Schluss. Ich denke immer, diese Gebäude, wie ich so einen Trailer gesehen habe, kann man die Gebäude dann zerstören und kriegt da draußen dann Materialien. Was ich sehr interessant finde. Und ich stehe sowieso viel Materialien rum. Okay, was haben wir denn hier? Hier haben wir noch ein Haus. Ja. Wir brauchen immer noch dieses dämliche, mistige, kleine Haar-Dingens. Einkaufskorb. Fleisch und Dosen, Cola. Im Grunde genommen wollte ich eigentlich auch gucken, ob man essen und trinken muss, aber das habe ich jetzt total wieder vergessen. Haarklammer, 7 Stück. Was ist das denn? Eine Blähfliege. Na gut, das nehmen wir uns mal mit. Noch eine Blähfliege. Und hier haben wir ein Safe. Bewege die Haarklammer mit L. Mit R drehst du den Schraubenzieher. Hast du den richtigen Punkt gewählt, dreht sich das Schloss vollständig und öffnet sich. Hm. Warte mal. Ach, das ist wie. Das ist wie. Ey. Das ist wie. Von Dying Light. Da war das Schlösserklang auch so. Ich glaube, das war schon wieder zu viel, oder? Ja. Jetzt haben wir's. Geschafft. Oh, schauen wir dann. Safe. Patrone, Golduhr, Impro-Pistole. Oh, sieht doch gut aus. Chat. Da haben wir doch richtig viel abgeräumt hier. Abgestaubt. Kommode. Da ist nix. Plastikkörbe sind in der Kommode ist wieder nix. Okay, cool. Auf jeden Fall haben wir jetzt genug Haarklammern. Und können dadurch... War das dunkel? Oder bin ich blöd? Beides. Hundenapf. Okay, jetzt haben wir alles, glaube ich, geholt. Sind hier noch 1, 2, 3 Häuser. 4. Aber ich will noch mal schnell zurückrennen. Ehe ich das nämlich vergesse. In den beiden Häusern war nämlich der Safe und diese Tasche. Okay, jetzt müssen wir mal gucken, wo das war. Hier ist das... Nee. Hier ist der Safe. Oh, das war ja. Eieiei. Und wir haben da offen. Ja. Also wir haben definitiv richtig viel eingesammelt jetzt schon. In der letzten Zeit. Mit diesen ganzen Kartönchen. So, jetzt machen wir noch nächstes Haus. Weil da war ja diese Tasche noch. Die Tasche wollen wir noch. Die Tasche wollen wir noch. Da ist er.
Wie, war. Oh, war sogar richtig. Schön. T-Shirt und Hose. Haben wir wieder was zum Anziehen? Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Ach, das heißt hier, das ist Resistenz gegen. Huch. Also sind eigentlich die Klamotten ein wenig sinnlos. Da würde ich sagen, da hören wir uns lieber diesen Vault-Anzug nochmal an. Und haben wenigstens noch Schutz gegen Strahlung so ein bisschen. Das ist doch schon weitaus cleverer. Cleverer. Ja, liebe Freunde. Wir halten uns jetzt hier schon ziemlich lange in der Stadt auf. Wir haben noch 3 Häuser vor uns. Aber ich würde sie halt auch gerne durchsuchen. Und ja, in dieses Haus gehen wir als letztes, weil da ist der Robby drin. Der Robby drin. Und da gehen wir dann zum Schluss. Und ja, würde ich sagen, war's das erstmal für den Part. Wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Wie gesagt, Montag und Mittwoch, 14 Uhr, kommt immer Fallout 4. Und ja, sehen wir uns da. Bis denn. Ciao.